Dinge, die LBRH-Surferspieler nicht sagen. Nee, meistens meldet sich keiner, wenn Daniel fragt, ob jemand schuften will. Also ich zumindest melde mich da nie. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass wenn jemand neu auf dem Surfer ist, dass da nie auch mal jemand irgendwie hey willkommen sagt oder sowas. Also wenn ich mir diese sogenannten Werke von den DA-Leuten hier anschaue, dann ist es doch besser, dass Daniel Hogwarts baut und nicht irgendjemand anderes aus der DA. Was wirklich ein bisschen blöd ist, ist, dass wenn es bei dem Surfer mal irgendein Problem gibt oder so, dass da dann einfach tagelang erstmal nichts passiert, bis der technische Support hier eingreift. Und dann ist noch so, wenn dann irgendwas nicht klappt, dann geben die auch schon nach dem ersten Versuch wieder auf. Eigentlich achtet da nie jemand drauf, ob Daniel gerade on ist. Also wenn ich da mal so 2 Jahre zurückdenke, muss ich leider feststellen, dass der Surfer mit der Zeit immer schlechter geworden ist. Die Skins von den Leuten hier sehen aber auch irgendwie alle gleich aus. Ach was, Warps. Wenn ich hier auf dem Surfer irgendwo hin will, dann laufe ich dahin. An faulen Tagen nehme ich den Besen, aber Warps benutze ich eigentlich nie. Uff, also diese Surfer-Hochzeiten finde ich ja echt total albern. Hä? Selbstverständlich kenne ich jeden Punkt von der Freebelt auswendig. Ich weiß immer genau, wie ich von einem zum anderen Punkt komme, ohne nachschauen zu müssen. Also dem Surfer hier fehlt definitiv mehr Frauenpower. Ich kenne kaum ein Mädchen, das hier irgendwie spielt. Och, also bitte, die Jump'n'Runs hier auf dem Surfer sind echt alle easy. Ey, ich kann mir echt keinen besseren Namen für das alles hier vorstellen als DA-Dorf. Oh, da ist ja der erste Innenhof. Oh, an der Stelle bin ich schon ewig nicht mehr gewesen. Nee, eigentlich ist es nicht so, dass wenn ich durch die LBH-Map laufe, dass mir dann irgendwie die ganzen Baufehler von Daniel auffallen würden oder ich dann irgendwelche Ideen habe, was er da hätte besser machen können. So, ich hoffe, euch hat auch der zweite Teil dieses Formats gefallen. Schreibt mir sehr gerne noch in die Kommentare, was Spieler vom LBH-Surfer auch noch nicht sagen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.